ein besonderes Highlight von dieser Runde von The Mission Construction beim Final Event. Ich freue mich ganz besonders. Wir werden die nächsten circa 60 Minuten ein Panel haben, wo wir wirklich mal tief in die Construction Industry reinschauen wollen oder in die Baubranche. Und dazu habe ich mit mir drei Panelisten hier. Einmal den Jan-Hendrik Goldbeck, Managing Director, wie der Nachname es verrät, von Goldbeck, ist uns zugeschaltet. Henrik, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo. Dann hier direkt vor Ort mit mir der Jörg Kampmeier, geschäftsführender Gesellschafter oder General Partner bei Knauf. Jörg, vielen Dank, dass du da bist, herzlich willkommen. Gerne. Und wir haben Professor Dr. Bert Rürup, einige werden ihn sicherlich auch schon so kennen, aber aktuell Präsident vom Handelsblatt Research Institute. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben gesagt, wir würden uns duzen. Dann duzen wir uns gerne. Schön, dass du da bist. Ist mir aufs Auge gedrückt worden. Also achte drauf. Ja. Dann bleib ich direkt bei dem aufgedrückten Du. Bert, schön, dass du da bist. Ja, was haben wir vor in den nächsten 60 Minuten? Jetzt haben wir drei wirklich hochkarätige Vertreter hier, die uns ein paar Einblicke geben können. Und da wollen wir auch mal einen Blick wagen. Der erste Teil angefangen, die Baubranche steht vor großen Herausforderungen, die sich gerade aus aktuellen, auch ja, politisch-geopolitischen Veränderungen ergeben haben. Was heißt denn das jetzt für die Baubranche, all das, was wir gerade am Markt sehen? Wie kann man damit umgehen? Welche Lösungsansätze kann man finden? Sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wollen dann aber auch so ein bisschen den Schwenk mitnehmen Richtung nachhaltige Transformation. Das ist ja eines der großen Themen, warum wir auch hier sind. Was bedeutet nachhaltige Transformation der Bauindustrie? Das ist ein sehr, sehr breites Feld. Welche konkreten Ansätze gibt es? Welche Challenges gibt es? Was macht die deutsche Baubranche auch besonders? Vielleicht im internationalen Vergleich. Welche Vor-, welche Nachteile ergeben sich? Und um da direkt reinzustarten, Bert, dann würde ich dich mal fragen, jetzt alle, die Nachrichten gucken, den Fernseher anschalten oder das Handelsblatt am besten lesen, kriegen mit, was gerade passiert. Neben natürlich, wir haben das Thema Russland, Ukraine, was sich aber auch dann auf die Märkte auswirkt. Und ich klammer dieses Thema jetzt dort aus und will eher Richtung Konjunktur schauen. Wie schätzt du denn die Lage ein, Lieferketten, der Konflikt, den wir da sehen, und was könnte das für die Branche bedeuten? Ja, ich habe natürlich eine Meinung dazu, die werde ich auch kundtun, aber ich schicke mal voraus, was wir gegenwärtig erleben, ist der berühmte Taleb'sche schwarze Schwan. Das ist eine einmalige Situation. Es gibt keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie mehr. Also wer jetzt eine Konjunkturprognose macht und dann auf ein Zehntel irgendetwas voraussagen will, muss sehr mutig sein. Das heißt also, das ist sehr, sehr schwierig. Da kann man nicht so sagen. Was man vielleicht sagen kann, dass es so ein paar Trends gibt. Also ein Trend ist, die Bauwirtschaft folgt der Gesamtwirtschaft in Deutschland. Das kann man beispielsweise sehen. Heute ist gekommen der IFO-Indikator. Stimmung in der Bauwirtschaft stürzt dramatisch ab. Vor zwei Monaten hatten wir die gleiche Folge bei der Gesamtwirtschaft. Die hat sich mittlerweile erholt, läuft nach. Deswegen glaube ich, das ist eine Arbeitshypothese, auf der habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Die deutsche Bauwirtschaft, die mag sich internationalisieren, so viel sie will, sie ist nach wie vor sehr stark im Nationalen verhaftet, läuft der deutschen Volkswirtschaft hinterher. Und da, glaube ich, kann man also drei Trends sagen. Erster Trend ist, wir hatten in der letzten Legislaturperiode, war für die deutsche Volkswirtschaft ein goldenes Zeitalter. Wir hatten nie einen so beschäftigungsintensiven Aufschwung aus verschiedenen Gründen. Und das war für die Bauwirtschaft ein platines Zeitalter. Weil wir auch gleichzeitig eine Geldpolitik gemacht haben, die nicht zu der konjunkturellen Situation passte. Das war die beste Situation, die der Bauwirtschaft also passieren konnte. Und diese goldene Zeit ist nun vorbei. Die EZB zögert und zackert, aber irgendwann wird sie die Zinsen erhöhen müssen. Und dann könnte es sein, dass die gegenwärtige Cash-Kuh, eine Cash-Kuh, nicht die eine Cash-Kuh der Bauwirtschaft, die sehr aufwendigen, teuren Wohnimmobilien, dass die massiv unter Druck kommen werden. Das ist eine Prognose, immer eine vorsichtige. Die zweite ist, die ist noch harmlos, die bösartigen kommen noch. Ja? Die zweite ist, das deutsche Geschäftsmodell ist ja das des exportgetriebenen Wirtschaftswachstums.
Es gibt kein Industrieland, welches so stark in die internationale Arbeitsteilung eingebunden ist wie die deutsche Wirtschaft. Da gibt es ein Maß für das sogenannte Offenheitsgrad der Volkswirtschaft, das ist Summe von Exporten und Importen zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Liegt in Deutschland bei 90%. Kein anderes Land ist so hoch. Japan liegt bei 35%. Großbritannien bei 60% und USA bei 27%. Daraus lernen wir, Trump mag ungebildet sein, blöd ist er nicht. Durch alle Störungen des Welthandels, beispielsweise um China klein zu halten, wird sein Land gar nicht betroffen von. Ja? Und wir können jetzt gegenwärtig feststellen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hatte ein goldenes Zeitalter hinter sich. Das lag daran, dass durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und dem wirtschaftlichen Take-off von China wir eine unglaubliche weltwirtschaftliche Dynamik hatten. Der Welthandel wuchs doppelt so schnell wie die gesamtwirtschaftliche Leistung der Welt. Und wer profitierte davon? Deutschland, aufgrund seiner hohen Öffnung. Deutschland ist der Ausrüster der Welt und so weiter und so weiter. Und diese Zeit ist seit etwa 2014 vorbei, dank der Bemühungen der USA. Und Biden macht die gleiche Wirtschaftspolitik wie Trump, was China angeht, nur schöner verpackt. Und jetzt wächst der Welthandel knapp so stark wie die Weltwirtschaft. Und deswegen fehlen da also bestimmte Impulse. Und die Dynamik wird deswegen, glaube ich, geringer sein. Nächster Punkt. Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen. Deutschland im Allgemeinen und vielleicht die Branche sogar im Besonderen. Können wir vielleicht mal drüber reden. Das hängt auch schon damit zusammen, wir haben eine völlig falsche Perzeption von Digitalisierung gehabt. Also Digitalisierung, analytisch würde man ja sagen, besteht darin, analoge menschliche Tätigkeiten in eine von Computern und Robotern lesbare Sprache umzusetzen, damit man die lösen kann. Ist klar. Aber wir haben, das ist ganz interessant, mit Industrie 4.0 übersetzt. Und falscher geht es nicht. Das heißt, wir haben Digitalisierung reduziert auf Produktionsprozesse, Ausfluss des ingenieurwissenschaftlichen Denkens in den Führungsetagen. Dass die eigentliche Musik bei den Geschäftsmodellen spielt, haben wir gar nicht mitgekriegt. Und da spielt ja eigentlich die Digitalisierungsmusik. Die Veränderung der Arbeitsformen haben wir nicht mitbekommen, haben wir eine ganze Menge nicht mitbekommen. Und das wird man nicht mehr aufholen können. Das ist schon ein massives Handicap. Und der vierte Punkt, der uns ein bisschen zu schaffen machen wird, wird die in der Sache richtige, aber in ihren Folgen noch nicht ganz abschätzbare Dekarbonisierung bedeuten. Nämlich ist ja völlig richtig, dass das jetzt gemacht wird, aber man hat das erstmal so verkauft, als hätte das keine gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen. Und ist völlig klar, ich kann aus dem Kohlenstoffwirtschaft, aus der Kohlenstoffenergie nicht aussteigen, wenn ich Kohlenstoff teurer mache. Das heißt, solange ich immer noch da drin bin, habe ich immer so etwas wie eine grüne Inflation. Das ist zwingend erforderlich. Und das muss ökonomisch sein. Ja, ich kann da nicht aussteigen, wenn ich diesen Faktor nicht teurer mache. Und deswegen haben wir da ein bestimmtes Problem. Und deswegen war es, ich darf das hier sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit falsch, gleichzeitig aus der Kohleverstromung und der Atomkraft auszusteigen. Da wollte man zu viel und man hat damals, als man die Entscheidung getroffen hat, etwas unterschätzt die Probleme. Und das bedeutet, die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven von Deutschland sind mittelfristig nicht ganz so gut, weil nämlich eins hinzukommt. Es gibt eine der bestprognostizierten Krisen, die es überhaupt gibt. Das ist unsere Bevölkerungsalterung. Ab Ende dieser Legislaturperiode werden wir einen dramatischen Alterungsschub haben, weil nämlich die geburtenstarken Jahre von 55 bis 69 aus dem Erwerbsleben aussteigen werden und durch sehr viel schwächer besetzte Kohorten
die nachrücken, die werden dann nachbesetzt. Das bedeutet, wir werden keine Arbeitslosigkeit in Deutschland bekommen. Die werden wir nicht bekommen. Aber, das ist ja Ökonom im Raum, wäre keine Schande. Ja, da einer. Ja. Na, das Trendwachstum der Volkswirtschaft geht zurück. Trendwachstum ist eine fiktive Größe, kann man berechnen, nicht messen. Aber das liegt etwa im Tit-for-Tat bei uns bei 1,4% pro Jahr. Das ist so der langfristige, ausgewogene Wachstumsakt. Der wird bis Ende dieses Jahrzehnts schon auf unter 1% zurückgehen. Und perspektivisch wird er noch weiter zurückgehen. Das heißt, wir werden in der Zukunft mit sehr viel niedrigeren Wachstumsraten leben müssen, eine bestimmte Zeit lang, bis etwa Mitte 2040. Und das wird die Knautschzone sein. In diese Knautschzone fallen sehr viele Umstellungen bei. Und das ist schwierig. Und das wird auch nicht spurlos an der Bauwirtschaft vorbeigehen. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich probiere die Themen noch mal zusammenzufassen. Wer hat gesagt, goldene Zeitalter ist ein Stück weit vorbei. Das ganze Thema globaler Handel wird eine große Herausforderung. Dann gerade das Thema Digitalisierung und Geschäfts-, also Business Model Innovation und Dekarbonisierung. Jetzt muss ich erst mal fragen, du hast gesagt, die Stimmung ist gesunken, Jörg. Wie ist es um deine Stimmung bestellt? Siehst du das genauso? Treibt dich das nachts um oder wie schätzt du die Themen ein? Treibt mich das nachts um? Das würde ich heute noch nicht komplett bejahen. Ja? Vielleicht ist der Druck noch nicht hoch genug von dem, was du gerade projiziert hast. Ich arbeite dran, ja. Aber selbstverständlich spüren wir auch über die letzten Monate und beschleunigt auch über die Krise in Osteuropa, dass sich die Welt relativ schnell um uns herum gerade verändert. Wenn man 6 Monate zurückdenkt, und der Hendrik Goldmark als mein Kunde wird das sagen können, da ging es nur um Verfügbarkeit. Ja? Es ging nur um Verfügbarkeit, wir mussten mehr ranschaffen, Fabriken bauen, mehr Material auf die Baustellen bringen. Das ändert sich relativ schnell gerade. Ja? Das mag noch ein gewisses Aufbäumen jetzt geben, weil auch aufgrund der politischen Unsicherheiten jetzt viele Projekte abgeschlossen werden müssen. Die Investoren geben Druck, aber wir verspüren auch, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage jetzt anfängt einzutrüben. Jetzt muss man dazu sagen, und da breche ich jetzt schon eine Lanze trotzdem für unsere Branche und auch eine Lanze für international tätige Unternehmen wie uns. Wir dürfen nicht die deutsche Bauwirtschaft gleichsetzen mit der Bauindustrie weltweit. Ja? Die Bauindustrie weltweit hat einen eingebauten Wachstumsmotor, und der ist Demografie. Und die Weltbevölkerung wächst, nicht in Deutschland, aber die Weltbevölkerung wächst. Und zusätzlich gibt es einen großen Bedarf für höherwertiges oder lebenswertes Wohnen, weil auch die Weltbevölkerung qualitativ wächst. Die Mittelschichten werden reicher. Also, wenn ich nach vorne schaue, mache ich mir Gedanken um die deutsche Bauwirtschaft, ja. Wie schlimm es kommt, wird man sehen. Aber ich denke schon, dass die goldenen Zeiten, die du angesprochen hast, die sind um. Mache ich mir Gedanken über das mittel- und langfristige Wachstumsmodell des Baus weltweit? Nein. Mhm. Und so verhält sich das auch in unseren Investitionsaktivitäten momentan. Jetzt, bevor wir gleich in ein paar Themen tiefer einsteigen, erstmal Henrik zu dir. Wie ist deine Einschätzung dazu? Wir haben diese verschiedenen Themen und Trends gehört. Wie siehst du die Situation oder ihr bei Goldbeck? Also zunächst sind wir ja Spätzykliker. Das heißt, wir spüren wirklich, dass auf dem eigenen Balance Sheet oder in der Gewinn- und Verlustrechnung erst deutlich nachgelagert, und viele Projekte, die in der glorreichen Zeit projektiert worden sind, kommen jetzt noch zum Abschluss. Das heißt, Stand heute, muss ich sagen, ist keine konjunkturelle Eintrübung im Auftragseingang zu sehen. Die Problematik aktuell ist gerade natürlich, dass viele Themen, über die wir jetzt verhandeln oder die wir reingenommen haben in die Bücher, vor 6, 7, 8 Monaten kalkuliert worden sind. Und dazwischen ist ein Tsunami an Preissteigerungen passiert, der europaweit in vielen Belangen gerichtlich auch im Grunde genommen schon vor dem Krieg als Art von Force Majeure bezeichnet worden ist, weil einfach Preissteigerungen von 30, 40, 70% oder teilweise über 100%, über 200% einfach so nicht antizipierbar sind und damit in gewisser Weise vertragliche
Grundlagen rechtlich gesehen wegfallen. Also für einen Generalunternehmer ist das eine sehr ambitioniert zu handelnde Zeit. Man kann nur auf Sicht fahren, weil wir wissen überhaupt nicht, was in 6 bis 12 Monaten passiert. Da kann alles in alle Richtungen passieren. Preise können sinken, Preise können steigen. Nachfrage kann massiv zurückgehen oder auf dem hohen Niveau bleiben. Also ich würde mir diesmal jetzt die Glaskugel echt nicht leihen an der Stelle. Oder ich würde sie gerne haben, aber ich habe sie halt eben nicht. Ob die goldenen Zeiten prinzipiell vorbei sind für die Baubranche? Also ich würde sagen, global gesehen aus besagten Gründen definitiv nicht. Aber auch in Deutschland würde ich da schon differenzieren. Wir sind nun mal eine wunderbar archaische, rückwärtsgewandte Branche. Das heißt, wir haben ganz viel Potenziale für diejenigen, die Technologie und Innovation richtig handeln können. Und das sieht man ja auch, wenn man sagt, wie schnell haben wir denn Effizienzen entwickeln können in der Baubranche im Vergleich zu anderen Industrien, halt gar nicht schnell. Also wir hinken da total hinterher. Und diejenigen, die von sich selber claimen, sie werden jetzt das Tesla der Bauindustrie, sind mit Karacho vor die Wand gefahren oder haben eben derzeit noch Zero Proof of Concept, wie sie mit Module Texture oder wie auch immer das jetzt genannt werden, eben diesen Aufrollaspekt im Sinne von neue Innovationen erobern den Markt, wie sie das wirklich darstellen wollen. Also es ist an einem riesigen Markt, the Build World ist ja 4-mal so groß wie die Automobilbranche weltweit, für diejenigen, die technologisch jetzt die Herausforderungen, sowohl die Möglichkeiten im Sinne von Prozesseffizienz, Automatisierung, Digitalisierung, als auch die Notwendigkeiten im Sinne von Innovation für Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit, diejenigen Unternehmen, die das auf die Kette kriegen, werden auch in Deutschland in den nächsten 10 Jahren eine goldene Zeit erfahren. Da kann jetzt mal ein kurzfristiger Dip reinkommen. Aber insgesamt ist das Nachholpotenzial im Kontext von echter Technologieanwendung sehr hoch. Und die Guten, die Innovativen, die Schlauen und die Nachhaltigen werden die Gewinner sein. Vielen Dank. Ich will mal einen Punkt rausgreifen. Henrik, du hast ihn gerade auch mit drin. Jörg, vielleicht die Frage an dich und Bert, gerne dazu auch deinen Beitrag. Was heißt das jetzt für Deutschland? Heißt es einfach, wenn du sagst, auch Demografie, haben wir in Deutschland ein Problem, international sehen wir dort eine andere Situation, wird Deutschland einfach unbedeutender für euch als Unternehmen und der Fokus geht deutlich mehr ins Ausland oder müsst ihr darauf deutlich reagieren, auch hier? Beides. Also das ist ja Gott gegeben, dass in einem Markt, der außerhalb Deutschlands stärker wächst als innerhalb Deutschlands, demografisch habe ich gerade angesprochen, dass das selbstverständlich auch eine sich niederschlägt in der Relevanz für uns als Unternehmen. Ja. Ich kann über den Daumen sagen, unser deutsches Geschäft sind ungefähr 10% des Gesamtumsatzes. Das ist extrem relevant, aber ist eben 10%. Das heißt auch, dass ich schon davon ausgehe, dass traditionelle Investitionen in Kapazität sich primär außerhalb von Deutschland abspielen wird. Allerdings bin ich bei dem, was der Jan-Henrik hat gesagt hat, auch absolut zuversichtlich. Deutschland hat einen enormen Bedarf weiterhin. Ja? Wir werden sicherlich nachher noch über das Thema strukturelle Defizite in Deutschland in der Bauwirtschaft sprechen. Den Bedarf, diese Wirtschaft effizienter zu gestalten. Das ist eine der uneffizientesten Strukturen in einer eh schon uneffizienten Industrie. Wir haben weiterhin massiven Bedarf. Da gibt es Diskussionen, wie viel 100.000 Wohnungen wir jedes Jahr mehr bauen müssen. Aber es gibt auch in Deutschland sowohl Bedarf für mehr Wohnraum und das ganze Thema energetische Optimierung des Wohnraums. Ja. Also sicherlich ist in Deutschland weiterhin für die Schlauen, die Guten, ausreichend Wachstumsraum hier Geschäft auch sehr erfolgreich zu machen. Aber was sicherlich nicht mehr der Fall sein wird, dass jeder, der eine Schaufel halten kann und auf eine Baustelle fährt, automatisch auch in Zukunft Geld verdienen wird. Mhm. Bert, vielleicht so ein bisschen die Frage weiterführend. Welche Rolle sprichst du denn der Politik zu? Was könnte sie tun, um da entgegenzuwirken? Gibt es da einfache Rezepte oder wie schaust du da drauf? Es gibt so Banalitäten. Wir haben 16 Bauordnungen in unserem Land. Ja, da gibt es ganz, 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 ganz viele von Problemen, aber wir müssen nun mal sehen, wir sind ein föderaler Staat und deswegen haben wir föderale Staatsordnung. Es gibt bestimmte Hemmnisse, das heißt also, unser Staatsaufbau ist nicht sonderlich freundlich. Ich sage nicht, dass die Bauwirtschaft nicht weiter wachsen wird. Selbstverständlich wird sie weiter wachsen, allein weil wir schon im gewissen Sinne einen Wohnungsmangel haben, den wir permanent vor uns herschieben. Aber wir müssen natürlich auch sehen, auch der, sagen wir mal,
Der Büromarkt hat sich ja doch signifikant verändert. Er wird nicht mehr der gleiche sein, der er vorher war. Und das Gleiche gilt auch für beispielsweise den Einzelhandel. Wir machen jetzt Logistikzentren, die laufen wie Hund, Entschuldigung, sage ich ja. Aber dafür haben wir Probleme auf den Innenstädten. Es wird dort Verwerfungen geben. Und es wird eine Bauwirtschaft wird selbstverständlich immer gehen, sie wird auch immer wachsen. Aber nur wenn das Wachstum generell geringer wird, kann ein Sektor nicht in den Himmel schießen. Das ist genau der Punkt. Und das war eigentlich meine Aussage. Mhm. Henrik, daran anknüpfend, du hast es eben auch bei dir erwähnt, ein weiteres und Bert hat es zum Einstiegsstatement auch mitgesagt, Thema Ressourcenknappheit, Baustoffknappheit beziehungsweise der Effekt auf die Preise. Wie seht ihr das? Wird das langfristig so anhalten oder ist das jetzt ein vorübergehender Trend? Und wie geht ihr ganz konkret als Unternehmen damit um? Du hattest das Thema Projekte, Planungsphasen angesprochen, vielleicht Wegfall der Geschäftsgrundlage. Was heißt denn das für eine Wirtschaft, wo wir viel bauen und umbauen, modernisieren müssen? Was könnt ihr da tun als Unternehmen? Ja, es ist natürlich auch eine vielschichtige Antwort an der Stelle. Also einer Sache bin ich mir relativ sicher. Ich meine, steigende Preise können ein temporäres Phänomen sein. Ich male mir momentan noch massiv sinkende Preise nicht aus. Das heißt, ich würde eher von der Prämisse von steigenden und gleichbleibenden Preisen ausgehen. Da die inzwischen schon brutal hoch sind und jetzt garniert und gewürzt mit einer schönen Zinserhöhung noch, bisweilen in Richtung von Prohibitivsituationen für Investitionen dann wirken werden, hat man hier eine Situation, wo man massiv wirtschaftlich gezwungen wird, ressourcenarm oder verschwendungsarm, ressourceneffizient zu agieren. Rein wirtschaftlich. Gekoppelt wird das mit der gesellschaftlichen Verantwortung im Sinne von der Generationsverantwortung, also Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung. Das heißt, zwei extrem große, ich sag mal, Trends oder Wirkmechanismen wollen ressourceneffizientes Agieren haben. Und damit ist auch die, ich sag mal, güldene Zeit des Massivbaus einfach rum. Wenn man sich das anschaut, es gab früher viele Unternehmen, die sich mit diesem Begriff gefeiert haben, im Sinne von viel hilft viel. Da ist ja Masse, Masse hat Wert. Das ist eine sehr deutsche oder sehr historische entsprechende Ansichtsweise. Ich glaube, jetzt ist es andersrum. Ich habe einen intendierten Nutzen und den versuche ich eben mit möglichst wenig Ressourcen sehr smart, auch für die Operationsphase, sehr smart zu betreiben, entsprechend zu kreieren. Und auch da wiederum gilt, die Unternehmen, die das hintereinander kriegen oder die Netzwerke, die das zusammen hintereinander kriegen, es müssen ja nicht immer nur GUs sein, die werden auf der Gewinnerseite sein. Ja. Mhm. Dazu, Jörg, du hast gerade angesprochen, die Herausforderung, die wir jetzt ein bisschen andiskutiert haben, wir können nicht alles komplett in die Tiefe gehen. Du sprachst eben von der strukturellen Situation der Branche. Gib uns doch mal deine Einschätzung, wie steht sie denn da und ist sie gut gerüstet, um diese Herausforderungen zu meistern, oder ist das eher ein Problem, so wie die Branche in Deutschland ist, vielleicht auch im internationalen Vergleich? So international kann man mal folgenden Sachstand mal festhalten. Erstens, Jan-Henrik hat es eben schon gesagt, wir sind eine der größten Branchen der Welt. Viermal so groß wie die Automobilindustrie. Das heißt, wir sind hochrelevant für das Wohlergehen. Auch was den Ressourcenverbrauch angeht. Auch was denn, da komme ich noch zu. Also wir sind hochrelevant für das Wohlergehen der Staaten, übrigens auch hochrelevant für das Wohlergehen im sozialen Gefüge, weil die Bauindustrie lokal verankert ist. Ja. Zweitens, die Baubranche ist die zum heutigen Zeitpunkt unproduktivste Branche der Welt. Ja. Wir waren mal Platz zwei, das war der hinten, ganz hinten stand die Agrartechnik, die haben uns mittlerweile überholt. Mittlerweile sieht man auch da Traktoren mit Satellitensteuerung über die Felder fahren. Im Bau ist das noch nicht der Fall, ja. Drittens, und das grabe ich vor, und dann komme ich nochmal zu dem Punkt 2 zurück. Drittens sind wir eine der ressourcenintensivsten Branchen der Welt. Es gibt da jede Menge Studien, aber was man sagen kann, ist 40% der CO2-Emissionen, die eine Wirtschaftsnation wie Deutschland oder in Europa erzeugt, sind in Bezug zu Gebäuden zu setzen. Ja? Und davon wiederum 25%, also 10% gesamt, ist graue Energie. Ja? Das ist graue Emissionen, das ist, was wir in der Erstellung unserer Güter fabrizieren. Also das hat schon eine echte Relevanz und die Lösung dieser Probleme nach vorne hat eine echte Relevanz für das Wohl von Volkswirtschaften. Was ist das Problem jetzt? Die Kleinteiligkeit ist das, was uns oft im Weg steht. Und das ist insbesondere ausgeprägt auch in Deutschland.
Wenn du nach USA gehst, wenn du nach England gehst, wenn du nach Skandinavien gehst, wenn du nach Benelux gehst, auch teilweise in Frankreich, dann hat sich der Gedanke von industriellem Bauen, ja, sowohl in der Art, wie ein Haus aussieht, aber auch wie es erstellt wird, bereits deutlich weiterentwickelt, als das bei uns ist. Und auch industrielle Strukturen haben sich da weiterentwickelt. Dort gibt es größere Spieler, die dann aufgrund ihrer Macht und dem Konsens auch in der Gesellschaft in der Lage sind, Veränderungen auch voranzutreiben. Das sieht man beispielsweise beim modellierten Bauen heute, ja, und automatisierten Bauen. Das ist in Industriestrukturen wie in Deutschland extrem schwierig, wo am Ende selbst die größten Spieler am Ende doch noch mittelständische Unternehmen sind und damit ganz anders als in einer Automobilindustrie nicht die Macht haben, über ihre Wertschöpfungskette, die sie direkt im Zugriff haben, auch die Veränderung durchzusetzen. Und ich glaube schon, dass das für uns in Deutschland, eine Lösung habe ich nicht, aber wir in Deutschland müssen einen intelligenten Ansatz finden, wie wir trotzdem, Eine Möglichkeit wäre ja eine Betriebsgrößenbereinigung. Die möglicherweise jetzt passiert. Ja, möglicherweise, das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil davon, dass eben die Besagten, die die Produktivität runterziehen, die in hohen Ressourcen machen, dass die perspektivisch möglicherweise vom Markt verschwinden, weil nämlich noch einmal die deutsche die deutsche Bauwirtschaft ist extrem kleinteilig, ja, im internationalen Vergleich und das bei der viertgrößten Ökonomie der Welt. Ne? Und die müssen sich alle mit Themen, die ressourcenintensiv sind, auseinandersetzen. Neuen Werkstoffen, digitalen Lösungen, das kostet alles Geld, das braucht Know-how. Ich bin da bei dir, es wird eine Bereinigung geben müssen. Mhm. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch die Zeit, wo das reine Massenwachstum nicht mehr stattfindet, dass wir jetzt qualitativ und produktiv wachsen müssen. Mhm. Henrik, ich gebe das mal direkt weiter an dich. A, teilst du diese Sicht? Und B, vielleicht auch noch mal, welche Chancen können sich auch aus dieser Struktur ergeben, wenn wir eben sehen, ja, sie ist kleinteiliger, fragmentierter, nicht so sehr industriell geprägt. Hat es nur Nachteile oder auch Vorteile? Ja, ich sag mal, alles, was klein und agil und pragmatisch ist, hat natürlich auch immer Vorteile. Das ist der kleine Mittelständler, der Mensch, der im Vordergrund steht, das Projekt, das im Vordergrund steht, die Region, die letztendlich von dem regionalen kleinen Unternehmen begriffen wird, das sind auch definitiv Vorteile. Auf der anderen Seite bin ich voll dabei. Es ist fragmentiert und über eine Fragmentierung ist sozusagen die Möglichkeit, eine Industrie ernsthaft zu drehen über skalierbare Geschäftsmodelle einfach ein bisschen schwieriger. Aber ich mache mir da, also ich kann wirklich völlig Entwarnung geben, wir ändern das gerade. Da bin ich auch wirklich jetzt mal ein bisschen selbstbewusst. Das ist unsere Daseinsberechtigung als Unternehmen, das ist unser Geschäftsansatz. Und das musste und gesagt werden. Funktioniert wie Hulle auch gerade. Also das ist, sieht schön hockeystickisch aus, wenn man so das Ganze derzeit anschaut. Wie das so weitergeht, wird sich natürlich zeigen. Nur weil in der Vergangenheit was gut gelaufen ist, muss es ja nicht in Zukunft laufen. Aber ich glaube, wir drücken da die richtigen Knöpfe. Ich kann nicht ganz bestätigen, dass ich das Gefühl habe, dass das Ausland da weiter ist. Ja, es gibt da wesentlich größere Bauunternehmen, aber das sind mehr Trusts, also große, zusammengekaufte, auch in sich selber fragmentierte Gebilde, die zwar einen hohen Procurement-Power haben, keine Frage, aber in sich selber nicht diese Modulsystem-Produktskalierung haben, wo wir sagen würden, boah, guck doch mal dahin, die, was weiß ich, Schweden oder Österreicher oder sowas, die haben das total drauf und wir sind hier irgendwie noch in der Steinzeit, sondern so diesen Ansatz, so wie wir ihn fahren wir gut und mit unserer Exposure da in Stanford kann ich sagen, es gibt also auch weltweit keine Referenzen, wo ich sagen würde, da haben wir jetzt wirklich als Deutschland, hinken wir total hinterher. Die Branche insgesamt hinkt hinter dem Potenzial, was sie diesbezüglich haben könnte, brutal hinterher. Das auf jeden Fall. Mhm. Und ich probiere jetzt mal so ein bisschen in den zweiten Teil auch gleich überzuleiten. Bert, du hast es am Anfang genannt, Dekarbonisierung als eines der großen Themen auch. Und um in dieses Thema nachhaltige Transformation einzusteigen, Henrik, ich gebe die Frage an dich und danach dieselbe Frage auch an Jörg. Fangen wir mal bei den politischen Rahmenbedingungen an, in dem Umfeld, in dem ihr agiert, regulatorisch. Hast du alles, was du von der Politik brauchst und dir wünschst? Oder wo sagst du, hier müssen wir wirklich auch agieren und hier brauchen wir Unternehmen andere Rahmenbedingungen oder auch Spielregeln?
Ja, also Rahmenbedingungen, das ist jetzt eine Sache, da könnte ich auf jeden Fall mal die nächste halbe Stunde einfach drüber reden, aber das werde ich nicht tun, keine Angst. Also Punkt eins, was glaube ich ganz wichtig ist, dass wir massiv jetzt, wir haben jetzt ein Bauministerium, daran arbeiten, dass wir eine zumindest teildigitalisierte oder idealerweise weitgehend digitalisierte Baugenehmigungslandschaft haben. Auch da stehen sich die 14 Landesbauordnungen so ein bisschen im Wege und es gibt kein beherzten Ansatz, wo ich vom Bund aus sage, ich investiere mal, was weiß ich, 1 oder 5 oder 10 Milliarden, um wirklich diese digitale Baugenehmigungsinfrastruktur zu kreieren. Weil das würde sich alle mal aus einer politischen Ebene über die nächsten Jahre, also der ROI, also Return on Invest für diese, ich sag mal, 10 Milliarden für eine durchgängig digitale Baugenehmigung würde sich extrem gut rechnen, weil ich natürlich diese gesamten zeitlichen Retardierungseffekte, Baugenehmigungen, die nicht nur 3, sondern gerne auch mal 6 oder 12 Monate dauern, das könnte ich in den Griff bekommen. Und da ist auch ein Punkt, den dieses Thema adressiert, das ist nämlich Geschwindigkeit. Ich glaube, die öffentlichen Rahmenbedingungen müssen in allen Richtungen dahin gehen, dass wir auch in der Lage sind, Infrastruktur, gebäudetechnisch, aber auch natürlich Verkehrsinfrastruktur auch wirklich umzusetzen. Wir haben ein Rennen bei einer exponentiellen technologischen Beschleunigung um das sinnvolle Umsetzen zukunftsweisender Technologien. Ein Rennen zwischen den Amerikanern, den Chinesen und den Europäern. Und wir Europäer haben uns die meisten Klötze ans Bein gebunden, haben uns so richtig schön Betonsteine in einen Rucksack gelegt und versuchen dann loszurennen, während die Amerikaner mit ihrem, sagen wir mal, fast überwagemutigen Kapitalismus à la Elon Musk sich beschleunigen und die Chinesen mit hemmungsloser Autokratie. Wir brauchen den europäischen Beschleunigungsweg. Und da müssen wir jetzt alle die Köpfe zusammenstecken, wie können wir schnell auch, ich sag mal zum Beispiel Themen rund um Artenschutz, Partikularinteressen, wie können wir diese Themen schnell und gerecht kompensieren, sodass wir trotzdem unsere Maßnahmen durchführen können, weil ansonsten werden wir auch unsere ganzen Nachhaltigkeitsinnovationen, die wir brauchen als Land und als Kontinent, nicht im globalen Wettbewerb rechtzeitig durchsetzen können. Und da brauchen wir eben eine kollektive Beschleunigungsoffensive in Deutschland und in Europa, damit wir wettbewerbsfähig sind. Mhm. Jörg, jetzt haben wir es, Henrik hat es angesprochen, jetzt haben wir ein Bauministerium. Ist das jetzt der große Durchbruch, den ihr braucht? Was versprichst du dir davon? Wird jetzt alles anders? Das wird man sehen. Das Bauministerium ist sicherlich nicht das einzige, die einzige Kraft, die da wirkt. Da gibt es ganz viele Partikularinteressen, Verbände, Strukturen, die auch was verhindern wollen. Mhm. Und machen wir uns nichts vor, die Kleinteiligkeit, die Komplexität in den Zulassungen, all das ist natürlich auch Schutz vor Veränderung. Ja? Warum gibt es bei uns keinen Tesla der Baubranche? Weil die werden alle scheitern. Ja? Ich habe jetzt mehrmals, sowohl mit unserem eigenen kleinen Unternehmen Opitz, aber auch über solche, wie hast du es gerade genannt? Module Texture oder sowas. Firmen, ja, was probiert? Das habe ich als Trendwort mal gehört. Ja. Also, wo wir versuchen, auch moderne Formen des Bauens voranzubringen, die scheitern alle an den kleinteiligen Zulassungsbestimmungen. Ja? Und was ist dann die Konsequenz daraus? Diese Unternehmen gehen woanders hin, dort, wo es einfacher geht, wo sie besser skalieren können. Und wir verlieren die Chance, die wir haben, die wir jetzt hätten. Also da erwarte ich mir wirklich einen Beitrag auch seitens der Gesetzgebung. Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit kurz damit ins Spiel bringen, auch da erwarte ich mir eine Vereinfachung und eine Willenskraft auch seitens der Gesetzgebung. Wir könnten heute, Gips ist der einzige Baustoff, der endlos oft recycelbar ist, und zwar zu 100%. Warum können wir das nicht machen? Weil diese Gesetzgebung sich anders als alle anderen Staaten um uns herum nicht auf ein Gesetz verabschieden kann, das die Reinheit dieses Werkstoffes einfach mal definiert. Ja? Gib mir eine Fasergröße, die rein darf, und damit kann ich arbeiten. Null. Es gibt also gar keinen, und null kann ich nicht nachweisen. Das schafft auch mein Elektronenrastermikroskop nicht. Aber wenn das eine Win-Win-Situation wäre, dann frage ich mich, warum gibt es das nicht? Wenn es irgendetwas nicht gibt, in unserer Demokratie gibt es Vested Interests, die es nicht wollen. Jenseits der Politik. Da bin ich bei dir. Es gibt Vested Interests, aber was ich auch vermisse auf der politischen Ebene ist, dass es keine Menschen gibt, die sich dieses Themas beherzt annehmen möchten. Das ist kleinteilig, das ist kompliziert, nicht wählerrelevant. Da kriegst du einfach keinen, der sagt, da spanne ich mich jetzt mal vor. Ja, und wir haben endlos oft Diskussionen, jeder sagt, das ist toll, ja, egal mit welcher Fraktion du redest. Aber am Ende findest du keinen, der sagt, ich bin der Sponsor dafür, ich treibe das vorwärts. Das dritte Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist das Thema Kosten.
denke, im Rahmen dieser ganzen Transformation muss die Regierung auch verstehen, wie viel tragfähig ist für uns als Unternehmen. Ja, wir sind eh schon kein günstiger Standort. Die Energiekosten sind unerträglich hoch, ja, und wird noch zusätzlich kommt die ganze CO2-Belastung. Wir müssen schon aufpassen, dass in diesem Gesamtpaket, das wir da gerade geschnürt haben, nicht für Unternehmen in Branchen wie unserer, die auch energieintensiv sind, es irgendwann mal nicht mehr tragfähig wird, dieses Geschäft zu betreiben. Vor allem für lokale Spiele. Mhm. Bert, wie schätzt du das ein von der politischen Ebene? Braucht es da eher jetzt ein beherztes Zupacken oder vielleicht auch die Zügel mal wieder ein Stück lockerer lassen? Jörg hat ja beide Punkte gerade ein bisschen erwähnt. Wenn es nach mir ging, hätte ich eine Antwort. Nur, ich habe ja mal, bei Helmut Schmidt durfte ich mal im Bundeskanzleramt arbeiten, habe ich einen ganz wichtigen Satz gelernt. In der Politik muss jedem gestaltenden Schritt ein mehrheitenbeschaffender Prozess vorausgehen. Das ist demokratische Politik. Genau das ist das Problem. Weil man hier gerade, je kleinteiliger man wird, wir wollen ja die kleinen Dörfer, ist der Widerstand umso größer. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Und wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn sich bestimmte, sagen wir mal, Fragen wirklich nach oben delegiert würden. Da wäre dieser Druck dann nicht mehr so groß wie auf der Landes- oder auf der Kommunalebene. Deswegen kann man fragen, ob, wie gesagt, Bauverordnung und wirklich regionalisiert sein müssen. Mhm. Nämlich je regionalisierter sind, desto schwieriger ist es, die erforderliche Mehrheit vorher zu organisieren. Mhm. Ich würde da gerne noch einen Punkt einbringen an der Stelle. Wir sind gerade in akuter Populismusgefahr. Weshalb? Also zwar, ich will es mal eine Art von Ökopopulismus nennen. Wir haben die Schwierigkeit, dass das, was Jörg erzählte, wir sind gerade in einer Situation, wo wir uns erstmal die Karten legen müssen. Was heißt denn letztendlich nachhaltiges Bauen, Planen, Bauen und Betreiben, also über das Integral des Gebäudes, wirklich in Bezug auf die verschiedenen Dimensionen? Und da ist Dekarbonisierung ein Aspekt, aber auch nur einer. Du hast Biodiversity, du hast die soziokulturelle Dimension und du hast die wirtschaftliche Dimension, die du ja immer wieder übersetzen kannst in soziokulturellen oder ökologischen Nutzen. Wenn du also Euro eingespart hast, kannst du sie an anderer Stelle eventuell mit einem höheren ökologischen Grenznutzen sinnvoller einsetzen. Mhm. Das ist komplex. Aber dieser Aufgabe müssen wir im öffentlichen Diskurs uns stellen. Wir brauchen die wissenschaftliche, die faktenbasierte Grundlage. Gerade in einer Zeit nach Trump, eine Rückkehr zum Faktenbasierten ist dann sehr wohltuend, glaube ich, für alle Beteiligten. Aber das ist schwierig, das ist komplex und es ist nicht so einfach politisch zu erklären. Was passiert? Wir haben Situationen, wo der Bund sagt, ich will nur noch Holzgebäude. Aber das kann ja nie Sinn und Zweck sein, Holzgebäude zu bauen. Wir wollen doch aus ESG, aus Nachhaltigkeitskriterien, die richtigen Gebäude haben. Wenn Holz ein Bestandteil davon ist, super. Wenn Holz viel Bestandteil davon ist, super. Aber Holz ist doch nicht das Kriterium. Holz rettet doch die Welt nicht, sondern Dekarbonisierung, Biodiversität, soziale Aspekte. Vor allem abgeholztes Holz nicht. Ja, genau. Und das müssen wir halt eben einfach mal die wissenschaftlich fundierte und öffentlich akzeptierte Grundlage für eine Taxonomie des Bauens erstmal wirklich schaffen. Der Politiker macht sich einfach, sagt, wenn ich aus Holz baue, dann kann ich mich fotografieren lassen, ich kann es bei LinkedIn posten und alle sagen, super Holzbauer. Obwohl es vielleicht ökologisch falsch gewesen ist, weil ich am Ende nicht mit meinem vorhandenen Kapital den ökologisch optimalen Grenznutzen erzeugt habe. Mhm. Daran anschließend, ich probiere noch mal eine Ebene weiter reinzugehen mit dir, Henrik. Jetzt kannst du natürlich als Unternehmer viele Dinge auch beeinflussen und dort Einfluss üben, ob auf politisch-regulatorische Ebene, aber am Ende sozusagen musst du auch als Unternehmer weiter Entscheidungen treffen tagtäglich und für die nächsten Kurz-, Mittel- und Langfrist. Was heißt das für euch, Goldbeck, konkret, nachhaltige Transformation? Was sind da die zwei, drei wichtigsten Themen, wie ihr da rangeht oder wie ihr auf das Thema schaut? Als erstes haben wir erstmal geschaut, wirklich eine Anamnese zu machen, wo trifft uns denn und welche Dimensionen hat Nachhaltigkeit bei uns? Das sind, am Ende haben wir 10 verschiedene, ja, auf Neudeutsch würde man sagen, Verticals gefunden, in der wir als Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich oder nachhaltiger werden wollen und müssen.
Und das ist jetzt eben die richtige Analysegrundlage dafür zu schaffen. Was habe ich in jeder Dimension vorliegen? Wie sind wir aufgestellt? Wo sind wir jetzt? Wo wollen wir hin? Das ist also ein sehr akribischer, analytischer Prozess an der Stelle. Wir stellen uns nächstes Jahr auf der Ebene vom Scope 2, also Unternehmensebene, CO2-neutral. Da haben wir viele Sachen eben weggelassen, reduziert und last but not least natürlich auch noch kompensiert. Und dann kommt natürlich spannend auch wirklich eben inklusive aller grauen Energien, inklusive der kompletten Materialität, die Produkte auf so einer Scope-3-Ebene auch CO2-neutral darstellen zu können. Aber es hat noch viele, viele weitere Dimensionen und in jedem Bereich suchen wir jetzt nach Verantwortlichen, übergeordnet, um wirklich das in jedem Bereich unserer Prozesse, unserer Produkte, unseres tagtäglichen Lebens und Atmens, will ich mal sagen, als Grundrauschen oder als Paradigma, als Axiom irgendwo in unser Unternehmen zu integrieren. Und das geht auch nur so, mit einem ganz klaren Commitment von oben, dass wir das auf allen Ebenen, in allen Bereichen leben wollen. Aber dafür brauchen wir erstmal die Transparenz. Was heißt das denn in allen Bereichen? Und das ist eine schwierige analytische Arbeit. Aber ja, das machen wir. Mhm. Jörg, jetzt stellt ihr die Rohstoffe, Baustoffe her, die ein Goldbeck später braucht, auch sehr energieintensiv. Habt ihr da nochmal einen anderen Blick drauf oder wie geht ihr bei dem Thema vor? Gut, ich glaube, wenn ich dem Jan-Henrik zuhöre, dann ist er schon ein Stück weiter als wir. Wir stecken jetzt gerade mitten in dem Prozess, das erstmal für uns wirklich zu verstehen, wie du schon angesprochen hast. Unser Produkt ist energieintensiv. Ja, das ist am Ende so eine Gipskartonplatte, ist ein ganz einfacher Prozess. Da nehmt ihr einen Gipsstein, der wird gemahlen, den schmeißt man in den Ofen, kommt Wasser dazu und dann wird da Gas, mit Erstgas wird das erhitzt. Und danach spritzt man das auf Papier. Braucht man übrigens Gas auch für, um das zu produzieren. Und dann trocknet es ab und am Ende geht das in den Trockner und da wird man mit Gas befeuert. Ja, also heißt, Erdgas ist der größte externe Kostenblock, den wir haben. Ja, das ist eine echte Thematik. Und das heißt, wir arbeiten intensiv daran zu verstehen, mit höchster Priorität, wie wir insbesondere diesen Aspekt runterkriegen. Ja. Zweiter Aspekt ist Transport. Ganz schwierig, weil auch da die Branche noch sich noch in der Findung ist. Da sind wir bei dem Produktivitätsthema. Wie muss eigentlich Transport in der Zukunft laufen in der Bauindustrie, damit das für alle produktiv, wirtschaftlich sinnvoll ist und nachhaltig? Ich glaube, da sind nicht nur wir ganz vorne, ganz am Anfang, sondern da ist auch die Branche noch in der Findungsphase. Das dritte Thema ist dann aber noch mehr das Gebäude als solches. Ja? Und da ist jetzt unsere Branche eine spannende. Weil das eine ist, ich habe es ja gerade gesagt, unser Produkt ist komplett recycelbar. Und wir haben den Anspruch, dass wir in sehr kurzer Zeit von jetzt eine vollständig recycelbare Leistung beim Jan-Henrik abgeben. Ja? No waste und alles, was er von uns bekommt, kann 100% wieder recycelbar werden. Ja? Damit bringen wir einen echten Beitrag auf die Baustelle. Und dann das Letzte, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, eine Leichtbauwand. Wir haben es ja eben gehört, viel ist nicht immer gut. Eine Leichtbauwand, zum Beispiel mit Gips, hat ungefähr ein Drittel bis ein Viertel des CO2-Eintrages in ein Gebäude im Vergleich zu einer Massivbauwand. Und das heißt, wir haben auch wahnsinnig viel Auftrag jetzt zusammen mit den regulierenden Stellen, mit den Zulassungsbehörden, aber auch mit unseren Kunden, das Thema modernes Bauen nach vorne zu bringen. Mhm. Und an diesen Themen arbeiten wir. Wir brauchen aber noch ein paar Monate, um das auch jetzt so in so eine schöne Präsentation zu bringen, wie das der Lars heute Morgen hat. Ja. Da haben wir schon einiges gesehen. Bert, ich komme nochmal zurück zu dem, was du eingangs gesagt hast, das Thema Digitalisierung und du hast einen speziellen Fokus gelegt auf Geschäftsmodelle. Wir haben jetzt auch über Materialien gesprochen, ja, auch über Prozesse. Jetzt sind wir heute hier, es geht auch um Innovation, um Startups. Wie wichtig ist Innovation an dem Punkt und die Frage damit angeknüpft, welchen Beitrag können Startups leisten? Können sie überhaupt einen leisten oder wie siehst du das? Ja, also sagen wir mal, die Welt der Modelle, der Plattformen ist, glaube ich, vergeben. Da müsste man schon sehr, sehr kreativ sein. Die Welt der Plattformen ist weitgehend vergeben. Was ich immer noch sehe, und da haben wir Deutschland eigentlich noch einen ganz großen Nachholbedarf. Wir sind ein Land der Ingenieure, dass wir beispielsweise die Architektur, das Planen, dass wir das viel zu wenig digitalisieren. Und da hätten wir noch einen großen Bedarf. Die ganz große Nummer mit den neuen großen Geschäftsmodellen, nee, wir brauchen kein deutsches Twitter. Ja, also die Welt ist
verteilt. Ja? Aber auf dieser Ebene, da haben wir noch einen hohen Nachholbedarf und da haben wir auch ein hohes Potenzial. Und deswegen, ich würde immer, ich habe ja mal Sport getrieben, auch mal Zehnkampf gemacht. Du musst alle Disziplinen üben, aber besonders solltest du die üben, wo du gut bist. Nämlich bei den Disziplinen, wo du schlecht bist, wirst du bestenfalls mittelmäßig, aber bei denen, wo du schon besser bist, wirst du gut. Und das sollte man sich ja auch in der deutschen Bauwirtschaft überlegen. Was können wir, wo haben wir komparative Vorteile? Und wir sollten nicht schwergewichtig an den Defiziten arbeiten, die sollte man wegkriegen, aber man muss immer dort reinsetzen, wo ich den höchsten Grenznutzen habe. Und den sehe ich genau in diesem Bereich. Mhm. Henrik, du hast eben angesprochen, den Tesla der Baubranche, den hast du noch nicht gesehen oder die, die an dir vorbeigefahren sind, sind irgendwie gegen die Wand gefahren. Um mal in so einem metaphorischen Bild zu bleiben, was würdest du dir denn wünschen? Was braucht denn die Bauindustrie? Es ist nicht der Tesla, sondern was wäre da ein anderes Gleichnis? Ich glaube, dieser grundsätzliche Ansatz von Tesla, wenn man es überträgt, im Sinne von sehr viel Wertschöpfungskettenintegration, die Möglichkeit eben modularisiert Upgrade, vielleicht sogar eben ferninduzierten Software-Upgrade auf Gebäude zu leisten, und das wirklich ganzheitlich die Wertschöpfung zu optimieren an den entscheidenden Stellen, das ist ja nicht gänzlich falsch. Und das ist auch so unser Bestreben, dass wir eben mit definitiv einem klaren Ja zu einem Insourcing versuchen, Wertschöpfungsketten, also Wertschöpfungsstufen übergreifend zu innovieren. Was braucht es, ist, was wir viel zu wenig haben in der deutschen Baulandschaft, ist tatsächlich Innovationsabteilung. Also wir haben vor einigen Jahren angefangen, einfach hemmungslos auch zu sagen, ja, wir wollen uns Leute leisten können. Mittlerweile, je nachdem, wie man es betrachtet, sind es 150, 200 Leute, die Tag ein, Tag aus sich mit Innovation beschäftigen. Einige durftet ihr ja heute schon live erleben. Das ist natürlich eine Thematik, die brauchen wir branchenübergreifend in der gesamten Branche und eben in verschiedenen Disziplinen. Das kostet natürlich, aber nur dann kriegen wir eben neue, ich sag mal, Themen rund um das Thema Generative und Computational Design, also automatisierte Planungsschritte, um bestehende Ineffizienzen einfach auszumerzen. Das Thema Materialwissenschaften ist ein enorm wichtiges, auch der klare Wille, dann eben neue Materialien mal eine Chance zu geben. Das ist regulatorisch ja auch eine Mühe, bis man mal die Zulassung eines neuen Materials hat, vergehen Jahre an der Stelle. Auch hier müssen wir behördlich Hemmschuhe entsprechend beseitigen, damit wir eben schneller auch mal ausprobieren können, um zu sagen, jetzt setzen wir mal was in die Praxis. Das ist das große Problem der Baubranche. Auf dem Papier sehen Sachen ganz einfach aus und dann wird das Start-up, das neue Material, der neue Gedanke mit etwas ganz Bösem konfrontiert, nämlich der Realität. Und die Realität ist anders, die ist fransig, die ist auf der Baustelle auch dreckig sozusagen. Und das Einzige, was hilft, ist die Erlebnis der Realität immer wieder so in so einem KVP-Prozess einfließen zu lassen in das eigene Geschäftsmodell. Und ich glaube, deswegen müssen wir mehr Mut für neue Gedanken in der Realität haben. Dann kommen wir da schon voran. Und eben die Deutschen sind im ganzen planerisch digitalen Bereich leider noch nicht so weit wie andere. Wir versuchen hier und da im Start-up, deutschen Start-up-Welt, im Bereich Construction Tech sehe ich zu viele Leute, wenn wir mal 120 Jahre zurückgehen in der Automobilbranche, wären das Leute, die auf die Optimierung des Pferdes setzen würden. Also mal ein neues Zaumzeug, ein cooler neuer Sattel, den Reiter besser machen. Aber das Automobil ist die ganzheitlich automatisierte Leistung von der Planung über das Bauen in den Betrieb. Und da sind die wesentlichen Geschäftsmodellveränderungen in Effizienzen zu sehen. Mhm. Bevor ich gleich meine nächste Frage noch an Jörg weitergebe, für euch schon mal alle der Hinweis, wir werden gleich noch Zeit für zwei, maximal drei Fragen haben, die ihr gerne in die Runde stellen dürft, das nur als Vorabankündigung. Jörg, wir haben heute auch schon von euch ganz konkret Knauf gehört, ein bisschen, wo bei euch die Reise hingeht, über digitale Plattformen, wie man dort auch anbinden will. Bert, du hattest gesagt, Zehnkämpfer, man soll sich auf die Sachen, wo man gut ist, spezialisieren. Deswegen, Jörg, die Frage an dich, in welchen Bereichen seid ihr schon richtig gut und wo sagst du, hier könnten uns Startups vielleicht auch nochmal von außen weiterhelfen? Da würde ich mir mehr Impulse wünschen. So, zunächst einmal, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man über Digitalisierung spricht, dass man weiß, wofür man die tut. Ja? Und
als ich zu Knauf gekommen bin vor 2-3 Jahren, da waren alle auf der Suche nach der Disruption im Jahr 2035. Ja? Warum muss ich denn auf die Suche gehen, wenn ich heute ein funktionierendes Geschäftsmodell habe, ja, das im Kern auch gebraucht wird in Zukunft und wachstumsfähig ist? Ja? Also das heißt, wo sind wir gut? Wir glauben, dass wir ein wirklich, wirklich gut unser Geschäftsmodell beherrschen, was wir heute machen. Nämlich wir machen Trockenbauplatten und wir machen Dämmstoffe und die werden in der Welt gebraucht, vor allem in einer Welt, die mehr nachhaltig werden muss. Und wenn wir Digitalisierung jetzt darum bauen, dann haben wir uns ganz klar als Auftrag im ersten Schritt gesetzt, dass wir versuchen, damit unser Kerngeschäft zu stärken und einen Beitrag zum Geschäft von Jan Hendrik und den anderen Kollegen zu machen, ja, und nicht nach irgendwie einer Breakout-Lösung zu suchen. Und was wir da gut können, wie wir den Bauunternehmen helfen können, und dafür ist Knauf neben dem guten Produkt wirklich bekannt, ist, dass wir verstehen, wie ein Gebäude gebaut werden kann und wie es besser gebaut werden kann, wie wir in der Planung unterstützen, in der Produktauswahl unterstützen, ja, und wie wir dann danach über die Nähe zum Kunden die Leistungserstellung bestmöglich dann auch geschehen lassen. Und das haben wir in der Vergangenheit über die Nähe unserer Menschen gemacht. Dafür sind wir berühmt und das wollen wir in Zukunft digital gestalten. Ja. Und da bringen wir unsere gesamte Stärke rein. Aber gehört doch ein bisschen Internationalisierung auch zu, nicht? Gerade brauche ich auch als Experimentierfeld. Ja, also die Internationalisierung spielt vor allem eine Rolle, weil die Ideen dann ins How-To, ja, die kommen nun mal im Moment nicht von hier. Ja. Ja, also die echten Ideen, ja, die man da einbinden kann, musst du importieren. Die müssen wir holen. Ja, haben wir eben Stanford angesprochen oder die Westküste, das wissen auch die Anwesenden, da kriegst du gute Ideen. Und da nutzen wir auch ganz aktiv Start-up-Ideen, weil wir haben die in unserer Branche nicht. Wir sind gute Gipskocher. Aber wir sind keine Leute, die Roboter bauen oder die heute zumindest noch nicht intelligente Softwarelösungen machen. Ja. Und das versuchen wir schon miteinander verbinden. Und ich glaube, dass da die Startup-Welt auch zu der jetzt wieder kleinteiligen, mittelständig geprägten, unternehmerisch geprägten Struktur toll passt, weil wir nicht so wahnsinnig schwerfällig sind. Ja. Weil wenn wir davon überzeugt sind, dass das eine coole Lösung ist, dann können wir auch sehr schnell mit Startups zusammen zu etwas kommen, was beiden Seiten dann auch Wert schafft. Ein sozusagen schöneres und hoffnungsvolleres Schlussstatement hätte ich mir an der Stelle jetzt nicht wünschen können, gerade angesichts, dass wir Startups hier haben und sie euch hoffentlich eines Besseren belehren, dass auch aus Deutschland wirklich gute Lösungen kommen können. Da wir euch drei jetzt hier haben, wollten wir auf jeden Fall kurz nochmal die Chance ins Publikum geben. Wie gesagt, 2, maximal 3 Fragen, die ihr an Bert, Jörg oder Henrik habt. Wir haben ein Mikrofon hier, das kann euch gereicht werden, deswegen... The stage is yours. Könnt gerne loslegen, was ihr wissen möchtet. Für Waffengleichheit ist gesorgt. Genau, jetzt. Einmal, ja, perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Goldbeck und Herr Kampmeier und Herr Rürup, für die ja durchaus warnende, aber natürlich auch sehr, sehr motivierende Diskussion. Was mich wirklich sehr, sehr umtreibt, ist, dass sehr ungünstige Verhältnis zwischen den Produktivitätssteigerungsraten in der Bauindustrie im Vergleich zu 1990 marginal über diesem Level heutzutage im Verhältnis gesetzt zum Ressourcenverbrauch und zum Beispiel zur Generierung des globalen Mülls, was über die Hälfte global auf die Bauindustrie zurückzuführen ist. Also wie wollen Sie, Herr Kampmeier und Herr Goldbeck, in Zukunft sicherstellen, dass in dieser Vorreiterposition dieses Verhältnis im Vergleich zu anderen Industrien wieder in ein Gleichgewicht gerückt wird? Magst du starten, Henrik? Bitte. Du lässt mir den Vortritt. Die heiße Kartoffel. Ich bin einsatzfähig. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Notwendigkeit. Und insbesondere in den letzten 10 bis 15 Jahren, in den Jahren auch der Digitalisierung in anderen Branchen, hat es aufgrund des Szenarios, das der Bert Rürup eben mal skizziert hat, gar nicht die Notwendigkeit gegeben, in vielen Bereichen des Baus das zu tun. Ja? Nehmen wir auch unseren Erdgasverbrauch. Ja? Haben wir bis vor 4 Wochen einen Blutdruck gehabt? Klar, war das ein Kostenfaktor für uns, aber war das matchentscheidend? Dieses Jahr werden wir es schaffen, über Einführung neuer Technologien den Gasverbrauch um 11% zu reduzieren, auf den höchsten Kostenpositionen, die wir haben. Ja.
Daran siehst du, wie viel möglich ist. Ich glaube, dass die Notwendigkeit, die sich aus der Produktivitätslücke, dem Fehlen von Fachpersonal, der Unerträglichkeit von Baukosten heute, ja, und die können wir nicht endlos an die Investoren geben. Und der Selbsterkenntnis des Organizational Slack. Und der Selbsterkenntnis, ja. Und da sind wir als Zulieferer und auch die Bauunternehmer sind uns da einig. Also da ist jetzt schon eine Konstellation, die ausreichend Druck, glaube ich, aufs System bringen wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren, dass sich sehr, sehr schnell Veränderungen einstellen werden. Ja, also ich würde das so unterstreichen. Das ist so ein bisschen das Problem, dass im Grunde seit 2005 jeder, der Bau buchstabieren konnte, irgendwie mit Bau Geld verdienen konnte. Das ist also kein guter, dauerhaft guter Zustand für eine Branche. Ne? Das ist und dazu war es ja wirklich so, Ende der Nullerjahre fing es dann so an, so ja, nachhaltige Entwicklung, DGNB, da kam so ein bisschen Awareness rein. Das lief sich dann ein bisschen tot im Sinne von, ja, so ein Zertifikat musst du auch haben. Und dann, ich sag mal, auch dank der Bewegung rund um Fridays for Future und den generellen Global Awareness in Bezug auf Klima hat es da wirklich diesen Switch gegeben, wo auch auf der Entscheiderebene kann ich wirklich sehen, auch in den DAX-Companies, in den großen Mittelständlern, das ist wirklich... DAX passt besser noch als die Mittelständler, muss man dazu sagen. Aber das kann man natürlich nicht referenziell für alle sagen. Aber von so einer Art von nice to have zu permission to play. Ja, also vorher war es so, ja, war irgendwie cool, nett, wenn du nachhaltig warst. Dann war es eine Zeit lang 2015 fast egal. Da ging es nur um Kapazitäten darstellen. Und dann ab 2018, 2019 ist so, entweder du kannst das jetzt oder nicht. Und deswegen müssen sich die Leute verändern in die Richtung. Und dieser Druck ist extrem positiv zu werten. Gleichzeitig gibt es viel mehr technologische Möglichkeiten heutzutage. Wir haben zum Beispiel das Thema VR, gab es vor 20 Jahren, war aber egal, die Technologie war noch nicht reif. Heute kann man mit VR und auch Augmented Reality ganz, ganz viel machen, ganz normal in der Realität. Das heißt, es ist jetzt anwendbar. 3D-Realitätserfassung, Computational Design, Robotik auf der Baustelle, alles Use Cases, die jetzt das erste Mal wirklich von so der, ich sag mal, dieser nerdigen Eierkopf-Akademia hin in das echte, harte Baustellenleben Einzug nehmen. Noch behutsam, aber in den nächsten 5 Jahren sicherlich rapide. Und eine Thematik, die für uns immer wichtig ist, da muss man ja einfach nur mal seine Borniertheit der Baubranche ablegen und sagen, wie haben es denn andere Industrien gemacht? Zum Beispiel der Automobilindustrie. Da ist ein ganz großes Kreativitätsmomentum, Produktivitätsmomentum generiert worden über die Zusammenarbeit zwischen den OEMs und den Tier-1-Suppliern. Also wir haben mit dem Alex Knauf, mit Knauf entsprechend erste Gedanken gemacht, wie haben wir diese Holzaußenwand-Element mit Opitz entsprechend zusammen definiert. Wir haben mit Schüco-Partnerschaften, mit ganz vielen anderen auch, wo wir sagen, okay, das ist unsere Anwendungssituation und bitte, lieber Supplier, lass uns doch mal überlegen, wie können wir das zusammen weiterentwickeln in unserem Sinne. Und das sind natürlich Themen, wir sind ja früher völlig sequenziell gewesen. Irgendjemand hat irgendwas nebeneinander hergeplant und dann wurde so häppchenweise was vergeben. Und das ist einfach ein Systemfehler in dem Bauprozess und Planungsprozess als solches. Und das wird sich verändern, weil es sich verändern muss. Das nehme ich direkt als Schlussstatement. Vielen Dank, Hendrik. Wir haben noch nur noch knapp eine Minute über, deswegen schaffen wir keine zweite Frage mehr. Ich hoffe, wir konnten die meisten Themen, Bert, du hattest eingehend ein paar Themen und Trends genannt, mal so anschneiden. Ich weiß, in der Tiefe, das ist schwer bei der Vielschichtigkeit von Dekarbonisierung. Wir reden über Digitalisierung, über Demografie, aber zumindest euch mal hier und auch alle, die digital zuschauen, einen Eindruck geben und mal wirklich ein paar Insights einerseits von Bert und vielen Dank, dass du heute hier warst und mit auf dem Panel warst. Jörg von Knauf, vielen Dank. Das war spannend, da mal wirklich zu erfahren, wie schaut ihr da drauf und was heißt es auch für euch? Und Hendrik, dir natürlich auch vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast und eben nochmal mit diesem fulminanten, perfekten Schlussstatement eigentlich die Bühne bereitet hast für den Pitch, der jetzt direkt im Anschluss folgen wird. Danke euch dreien, dass ihr dabei wart. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja.